Wie kommen wir bloß durch diese Tür? Benjamin! Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist Benjamin. Hallo. Das war zwar nicht die Antwort auf meine Frage, aber schön, dass du dich vorgestellt hast. Wie kommen wir durch diese Tür? Ja, was haben wir denn? Also es gibt ja einen alten Kartentrick. Jetzt ist halt die Frage, welche Karte nehmen wir denn? Versuchen wir die? Guck mal, der ist so alt, der war damals schon alt. Ja. Das, ach ja, genau. Wir haben wieder was zum Öffnen. Schokoboy, diesmal mit Mango. Wir hatten schon mehrere Schokoboys im Laufe unserer Karriere. Sollte das nicht Mangoboy heißen? Ja, stimmt, so richtig Schoko war da nie, ne? Es war mal irgendwas mit Joghurt oder irgendwas mit Blaubeere und jetzt irgendwas mit Mango, aber so richtig Schoko. Ja. Von der Firma Orion kenne ich vielleicht unter anderem, aber gut. Die haben eine andere Art von Ware. Die haben eine andere Art von Ware. Die hier aus Russland übrigens stellen hier so etwas her. Es riecht nach Mango. Was habe ich? Weiße Schokolade mit Mango. Riecht hier nach Mango, ja. Und diese Weizenkekse sind ein bisschen salzig sogar. Weird, aber okay. So, also wir sind jetzt hier, haben die Tür geöffnet. Durch diesen uralten Trick. Und da ist schon eine Schere. Die sticht sehr hervor durch ihre Farbe. Eingesackt. So. Okay. Eher nicht, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, U-Bahn-Netz. Ja. Rostige Maschine. Ach. Central, High Green, Museum and St. James. They must be the names of the old subway station. Könnte sein. Okay. Mauerwerk. Aber da geht's nicht weiter, hm? Na. Ja. Why did I waste my time? Ja, weiß ich nicht. Being in this city must be cracking me up. Ja, das ist halt einfach irgendwie eine Mauer, ne? Ja. Aber mit der Schere kann man bestimmt das Gitter kaputt machen in die andere. Ich dachte, die Mauer, ne. Ne, stimmt, aber. Oder die Mauer, ich meine. Wenn man nur lange genug kratzt. Aber nein, die Zeit haben wir nicht. Was wollen wir? Wir wollen in das U-Bahn. Guck mal, das ist St. James. Ja, St. James. Aha. Ne? Ja, die alte U-Bahn-Station. Ist jetzt ein hochwertiger Club. Mit Babs. Aha. Der gehen wir jetzt mal aus dem Weg. Oh wei. Hör auf, über Babs nachzudenken. Nein, ich hab gedacht, nein, warum kriegt man hier nichts zu trinken? Ach so, vielleicht habe ich hier Metallplatte. So, die wollte ich treffen. Psst. Easy. Ja. Da wir ja darf durch ich jetzt Schönheits-OP haben wir uns wunderschöne neue Fingerabdrücke. Komm nicht dran. Ach ja. Da steht Schachtel. Wenn das wirklich eine Schachtel wäre, wäre die aus Pappe. Dann würde man da nicht draufsteigen können. Aber gut, wir gehen durch diesen schmalen Durchgang. Ja. Genau, das wird sein. Das wird sein. Ja, habe ich jetzt auch nicht erwartet. Sieht danach aus, ja. Blitzmerker. Nee, ist okay. Gehen wir halt hier rum. Meinetwegen.
Links oder rechts? Links oder rechts? Ach, geh mal hier. Ah, der geht immer so. Ja. Diagonal geht nicht. Genau. Was gibt's denn hier? Nix. Nothing special. So. Dann halt weiter. Bis irgendwann mal was Spannendes kommt, vielleicht. Huch, das ist ein Loch in der Mauer. Guck mal rein. Das sieht nicht gut aus, nee. Kannst du wahrscheinlich erstmal nicht. Ja. Tja, wahrscheinlich muss man erstmal den anderen Weg ausprobiert haben oder die richtigen Pixel treffen, ne? Die richtigen Pixel treffen, das war's. Ist ja ein bisschen weiter links, boah, als es musste. Das ist ja, ne? Wahnsinn. Bisschen links oben, ja. Ja, okay, jetzt ist Sailor. Und da hat er... Ach so, ich habe den Unterschied nicht gemerkt, sorry. Ach so. Whoop, siehst du? Ja. Okay. Und jetzt gehen wir hier weiter, ne? Ja, dann musst du... Ja. Ah, okay. Was? Ja, hat ja Angst vor Licht halt. Ach so, vor Glühbirnen. Genau. Vor Feuer hätte ich ja noch verstanden. Ah, okay, das kennen wir. Ja, die Möglichkeit besteht. Was ist denn daneben? The picture is covered with mold and dirt. I'm not climbing up there just... Okay. Was haben wir denn noch? Ist da irgendwas Spannendes? Schild. Was steht denn da? I'm not climbing up there just to get... It's the station's name. Okay. Na gut, dann gehen wir hier halt weiter, wenn du nichts holen möchtest. Das klingt gefährlich. Ah. Man muss wahrscheinlich ins Loch da unten. Ja. Ah, flott. Ja, wahrscheinlich wärst du sonst gestorben. Wahrscheinlich, ja. Was ist das denn ekliges? Venen. Bäh. Warte mal. Gips. Das ist die Gips. Wahrscheinlich kann man es auch einfach kloppen. Haben wir irgendwas? I've exposed the bricks beneath the plaster. I can't quite. The mortar holding those bricks has crumbled away. Nochmal vielleicht? Bock. Aua. Nein. Ja, das Ding ist auf dem Boden auch. Ah, stimmt. Das kann man bestimmt immer gebrauchen. None of the other bricks are loose. Ja, kannst das Ding schlagen damit dann. It's warm and throbbing with a tough skin. Bäh. Bäh. Womit? Mit der Stange? Ja, vielleicht. Bock. The skin's too thick to puncture. Mit der Zange? Mit der Schere? The skin is too hard to cut. Okay. Ah, vielleicht mit dem Backstein dann. Also, so. So? That didn't achieve anything. So, oder? Kann man da was kombinieren eigentlich? Ne. That didn't achieve anything. Okay. Abbinden. Genau, das wird falsch. Okay. Was willst du denn von mir? Vielleicht gibt es verschiedene Punkte in den... Ach so, Anschwellung für... Ja, das sieht doch schon mal eher danach aus. Okay, dann
dass sie vielleicht... Ja, stimmt. What? Damit den Stock. Warte, ich versuch's nochmal. Ah ja, okay. Oh. Dann nochmal. Das ist schon ein bisschen eklig. Also. Huch. Ja, die Tür. What? Wie? Ah, das war so ein Reparier-Roboter. Ah, okay, so. Verstehe. Ja, okay. Okay. Kontrolleinheit. Hihihi. Mulder, Deckung. Temperatur, oh Gott. Weiß ich nicht. Höher? Das wird wohl sein. Ah, die eröffnet das, die Deckung. Ah. Und da reinhüpfen. Ja, ich weiß nicht, ob man da reinspringen sollte, ne? Also. Mm. Keine Ahnung, müssen wir da jemanden reinschmeißen? Ah, das Ding. Da, könnt ihr das Ding anfassen oben? Welches? Hoch. Was? Das da. Gitter, ah. Ach so. Ah, vielleicht. Vielleicht die Temperatur niedriger, da macht sich das Ding zu. Mhm. Dann kommt man da vielleicht dran. Zwei. Ja, genau. Genau. Was war das? Metallstück. Ah. Cool. Jetzt ist ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen wie eine Falle, ne? Dann macht er wieder heiß, vielleicht? Ja. Das war aber knapp. Ja. Oder was meinst du jetzt? Ja, vielleicht. Ja. Temperatur höher. Und dann? Das ist eine Falle halt, wenn er immer drauf tritt. Okay, dann gehen wir mal. Das ist ein Roboter. It's probably a ventilation group. Mhm. Ich guck mal nochmal durch. Monitor, Tür. Interessant. Und dann. Okay. Mhm. Durch. Also womöglich ein Körper für... Wir haben doch noch... Hihi. Wir brauchen unbedingt Unterstützung. Hä? Was? Na, macht er nicht. Ah. Falsche Pixel. Ah. Super. And all my circuits are functioning perfectly. Yay! That's a relief. Is there any immediate danger? If your presence here is detected, termination is more than likely. Ja, du. Are there any other humans in this area? Negative. Are you really the Joey I grew up with? You don't sound like him. That is unavoidable. My shell has a limited syntactic processor. Oh well. At least you're not so argumentative. It's activated by the robot's presence. Okay, da ist eine Tür. Das darf ich kontrollen. They don't appear to do anything.
Okay. Gott. Was ist das für eine Tür? Aha. Gut, gut, gut. Ja, was Spannendes hier noch. Joey. Dann gehen wir hier. Oh, hallo? Nahrung für meine kleinen Brüder? Das ist der Weird, der Der eine, Typ, weißt du? Ja, der da immer rumstand, ne? Aber der ist ja nicht menschlich, weil er hat gesagt... Okay. Und guck mal, da ist so ein Gitter. Ist das das Gitter? Ah! Ja, das muss das Gitter sein. Tja. In fact, I differ little from you. You're talking of a future designed by Link? Certainly. But was not Link itself. Designed by your own father. What are Link's plans for the real humans? We are all members of the same family. We can coexist quite peacefully. Until they disappear through natural wastage. What do you mean, natural wastage? Following the sterilization program, the old humans will slip quietly into extinction. Klingt nicht so gut. But you need have no concern for the well-being of the human race. Or for the future, come to that. Since you have no Moment. Oh nein. Oh. Das ist irgendwie nicht gut. Wieder zu Vorschein. So, also, hier. Dieses Gitter meine ich. Und der guckt. Aha. Okay. Da müssen wir den dazu bringen, über die Pfahle zu laufen. Ja, genau. Joey? Joey? Ach, da bist du. Hä? Kommt davon. Ja, Bericht, bitte. The growth tanks contain developing androids. Okay. Nourishment is supplied from a tank. The temperature is maintained by convection from an underground source. Haben wir gesehen. Das war's? Joey, Moment, Joey. Moment. Wachstum. Access to the growth tanks is not possible. Access to the computer is denied. The tank contains chemicals on which the androids feed. So, without it they die? Affirmative. Yeah. Is there a way of draining the tank? Manual evacuation is achieved by opening a tap. Kannst du das machen? No. Open the tap to the nutrient tank. That will distract the android technician. Ah, okay, und dann... Und dann? Dann fällt er ins Loch. Vielleicht müssen wir ja folgen. Dann gehen wir mal. Atem des Lebens. Nahrung für meine kleinen Brüder. Nee. Ja, ja. Ja! Ah, juhu! Ah, perfekt. Ja, sehr gut. Und was machen wir jetzt? Nicht in das Loch fallen. Ja, besser genau. Nicht, ne? The casing is thin, but very hard. Ha. Ja, gut, das ist dasselbe, ne? The casing is thin. Computer. No obvious explanation of what it's controlling. There aren't any manual controls. Da muss irgendwas da sein, um die andere Tür aufzumachen. It's
Probier das nicht. Ach nee. Fass das nicht an. Joey, sei vorsichtig. Ja. Was soll's. Besser nicht, nee. Wir müssen... Computer, irgendwas mit... Kann man das irgendwie benutzen? Nee. Draußen irgendwas? Komm nach draußen gucken. Ne? Ja. Oder da, wo der eine gefallen ist, vielleicht hat er da hinterlassen, ne? The heat from below rises through that. Okay, kann man nachher unten gucken. Mm. Hm. Hier ist irgendwas Kontrollmäßiges ja gewesen, aber das. Mm. Das tut nichts. Ja. Ja, und die Tür kriegt man ja so nicht auf, ne? No way of opening. Hm. Ja. Bipipup. Ah, jetzt geht der Computer. Ah. Okay. Okay. Dann pack deine Karte da rein. So. Nee. Okay. Monitor. Ah, okay, das hat ja nichts mit nichts zu tun. Na gut, okay. Was ist da drin? Ja, vielleicht, wenn er hier drin, hier drauf stehen bleibt, der vielleicht. Ich weiß nicht. Tut das hier irgendwas, dann. No obvious explanation. There aren't any manual controls. Okay. Joey? Ah. Dann geh nochmal unten zum Lava-Raum. Ja. Der eine da. Ja, vielleicht hat er irgendwas Schlüssel hinterlassen. Ja, das wäre natürlich ziemlich gut. Vielleicht hängt er noch da. Oh mein. Überall ist Ausgang. Nee, ne? Nee, scheinbar nicht. Hm. Merkwürdig. Das Stück. Ha. Müssen wir hier noch irgendwas tun? Ich glaube nicht, ne? Naja, das Gitter ist eh weg. Also ich meine... Machen wir mal wieder niedriger. Brauchen wir das Metallstück? Na gut. Okay. Ja. Na gut. Geht mal. Naja, wird wohl was sein, da in der Raum, wo der einer war, ne? Ja. Gucken wir mal. Joey! Altes Haus. Oder man kann auch Joey ansprechen in den anderen Raum, ne? Oder so. Nee. Ja, in welchem Raum? Da, wo die geschlossene Tür ist. Ach so, ja, vielleicht. Hm. Joey, wo bleibst du? Oder hier? Kannst du da was machen? It's activated by the roof. Okay. That's where the medical robot gets its power. Mm-hmm. That's where the Joey! Ja, schnell ist der nicht, ne? Hier musst du alles scannen, Nemi. Ja. Zylindertank. Linke Maustaste, rechte Maustaste. Ach, da bist du ja. Okay, hier wahrscheinlich auch. Okay.
So, Joey, komm mit. Ich muss dich draußen was fragen. Hast du schon deine Karte mit dieser Tür erwähnt? Nee, noch nicht. Ach. Nee. Die andere? Auch in der Maschine nicht, ne? In den Computer nicht. Ja. Mhm. Und die Frau, die Karte der Frau. Never mind. Kiki, dann frage ich mich aber wirklich. Was tun wir jetzt? Und wie öffnen wir diese Tür? Ja, das und vieles mehr erfahren wir in der nächsten Folge.